Auf geht's, Männerklasse 1. So. Ganz tolle Athleten auf der Bühne. Ich vermisse natürlich wieder unseren Starter aus Bayern, den Aras. Aber das Thema ist ja erledigt. Der wird im Herbst wieder anfangen und wieder aufmischen. Dann schauen wir uns halt die anderen mal an. Mit der 126 haben wir den Sebastian vom Transformer. Der ist insgesamt ein bisschen zu leicht. Der fällt hinten und vorne. Dann haben wir die 127, den Manuel Meyer. Steht ein bisschen komisch da, hat seinen Lenker daheim vergessen. So, da bin ich auch schon wieder. Da ist mein Partner. Dann haben wir den bayerischen Meister, den Michael Bogner. Fadi mit dicken Granaten und dritten Armen. Denk mal, der Gewinner steht fest, den haben wir ganz rechts. Ich habe ihn auch schon entdeckt. 132, das wird eine klare Kiste, Gott sei Dank. Der Arthur. Aber auch ein schöner Athlet. Ja. Also. Sehr schön. Arthur, super, ganz toll. Fadi auch, ganz tolle Linie. Das wollte ich gerade sagen, 131 habe ich gar nicht erkannt wegen dem Bart. Fadi fehlt ein bisschen an Härte, aber hat eine ganz tolle Muskulatur. Ja, sehr schön. Was Linie und Muskulatur angeht, könnte der Fadi in so einer Klasse natürlich gewinnen, wenn er mal in Form kommen würde, ne? Sag mal, sehe ich das auch richtig, dass er auch ein, zwei Kilo mehr auf dem Rücken hat? Ja, aber er ist halt nicht fertig. Ne? Das ist der Gastauftritt vor dem Fadi. Eintritt mal zum anderen Gastmeister. Da wird der zweite Platz wahrscheinlich nach Bayern gehen. Das wird ein riesengroßes Geschenk für den. Der dritte von rechts, meinst du? Das ist hier, er hier. Ah, wo sich da so einen abzappelt. Ohne Latt. Das Ding geht zum Arthur, jawohl. Definitiv. Was meinst du, woran könnte es liegen, dass der Fabi nicht in Fabi nicht? Ja, der lebt momentan irgendwie, glaube ich, in der Türkei, macht da irgendwie ein Praktikum oder sowas und hat sich alle erst relativ spät entschlossen, überhaupt nach Deutschland zu fliegen, um mitzumachen. Was aber mit dem Potenzial, was er hat, natürlich sehr schade ist, weil er hat wahnsinnig brutales Potenzial. Hat alles an Muskulatur, was man braucht, um in der Männerklasse 1 auf einer deutschen Auto zu gewinnen. Aber er ist halt einfach off. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das weiß er aber selber. Das hat er gestern Abend auch schon gesagt. Fadi? Und die Startnummer 132. Fadi! Bei der 132 ist es auch schon aufgebaut, tut sich richtig viel beim Arthur. Fadi, schön. Auf die Beine, ja. Jawohl, Arthur, super. Sehr schön. Wunderbar, wäre die 131 auch in Form gekommen, wäre das ein schöner Kampf. Ja, auf jeden Fall. 132 Nee, das sind auf jeden Fall der Fadi und auch der Arthur, beide vom Glocks Fitness. Also werden das Ding auf jeden Fall unter sich ausmachen, weil strukturell einfach da kein Gras gewachsen ist gegen die zwei. Dann will ich mal aufgrund der besseren Form mit dann der Platz 3 nach Bayern gehen und Platz 4 an den recht jungen Athleten mit der roten Hose. Der aber eine sehr schöne Linie und eine sehr gute Form hat und eigentlich auch den dritten Platz behaupten könnte, wenn er so weitermacht. Brust sehr schön, ja, schön smart, ganz schmale Taille, richtig tolles Bodybuilding. Also gibt es überhaupt nichts zu sagen, also ganz klasse. Aufbauen, stehen, es fehlt ihm ein bisschen was an Schulterbreite, aber ansonsten wirklich klasse. Die anderen drei Herren fallen strukturell etwas ab und natürlich auch durchs Alter. Die 130 ist mit Sicherheit auch schon etwas älteres Kaliber. Und Thomas Heinz sagt mir nichts. Mit Sicherheit ist schon ein paar Jahre dabei, aber hat wahrscheinlich auch mal eine längere Zeit ausgesetzt. Ist mir vom Namen her nicht ganz so bekannt. Und ansonsten, ja, werden sich die Herren irgendwo einreihen. Da haben wir halt 4, 5, 6, 2 müssen halt noch dazu. Dann ist eigentlich das Finale schon voll. Denke ich mal, hat er hier noch ganz gute Chancen aufgrund der Härte, dass er auf Platz 5 kommt. Links außen, meinst du? Ja. Auch vom Po her sehr schön.
Geh ein bisschen nach rechts, Arthur, mach dir Platz. Jetzt hören wir schon aus dem Publikum, Arthur, deutscher Meister. Ja, wird das so sein. Also, Vorprognosen eigentlich gut? Oder? Ja, ich meine, das sind halt Zuschauer, die hier euphorisch sind und die vielleicht irgendwie privat auch kennen. Und die dürfen das ruhig brüllen. Dafür sind sie hier, dafür haben sie Eintritt bezahlt. Die wollen natürlich ihre Athleten auch feiern und das sollen sie auch. Und Arthur ist in einer bestechenden Form und wird auch mit Sicherheit in der Klasse hier unschlagbar sein.